Hallo und herzlich willkommen beim Mainstream wieder. Was machen wir heute? Machen wir in der Karriere weiter? Seeinsel zu? Ja, machen wir. Mary Seeinsel zu. Machen wir vielleicht. Und schauen wir, dass wir schnell fertig sind, ne? Hey du, setz dich besser. Ich habe ein paar Neuigkeiten. Vor einer Woche ist Bernie in der Arktis verschwunden. Ich habe es gerade erst erfahren. Scheinbar war unser wunderbares Direktorium der Meinung, dass es besser ist, niemanden davon zu erzählen, solange die Suche noch läuft. Aber vor ein paar Tagen wurde die Suche eingestellt. Und sie haben ihn nicht gefunden, also haben sie ihn für tot erklären lassen, damit sie Bernies Zoos verkaufen können. Alles ist weg, von den Affen bis zu den Zebras. Sie haben nicht mal gewartet, bis Bernies Tochter Emma zurück war, bevor sie sich die Taschen vollgestopft haben. Sie haben das Unternehmen an einen schmierigen Hedgefondsmanager namens Dominic Myers verkauft. Der will mit den Zoos garantiert nur sein ramponiertes Image aufbessern. Naja, aber er ist jetzt ein neuer Boss. Meiner aber nicht, denn er hat mich gefeuert. Viel Glück. Ich weiß, du wirst dein Bestes geben und die Tiere beschützen. Okay. Ach, da bist du ja. Vorneweg. Es tut mir leid, dass wir uns unter diesen schrecklichen Umständen kennenlernen. Ich habe Benjamin, nein, Bernard, wirklich bewundert. Das weißt du vielleicht nicht, aber wir waren richtig gute Freunde. Deshalb wird es mir eine Ehre sein, sein Lebenswerk fortzuführen und die Leute dafür bezahlen zu lassen, dass sie sich die Tiere ansehen dürfen. Aber ich merke, du bist immer noch traurig. Vielleicht hebt das deine Stimmung. Ich beauftrage dich mit der Zoobereichsleitung. Das ist ein äußerst wichtiger Posten. Aber dein Gehalt bleibt gleich. Außerdem habe ich einen neuen Zoo gekauft, um den du dich kümmern wirst. Er braucht ein wenig Aufmerksamkeit, aber das schaffst du schon. Du musst nur dafür sorgen, dass die Tiere zufrieden sind, die dummen Demonstranten abhauen, der Zoo wächst und profitabel wird. Und wir einen Grizzlybären und einen sibirischen Tiger haben. Dann müssen wir noch eine kleine Inspektion überstehen und du wirst so viel Freizeit haben, dass du gar nicht weißt, was du damit anfangen sollst. Ah, und du musst Bärenforschung betreiben oder so etwas in der Art. Details habe ich vergessen. Ich sag, da schauen wir da mal. Gehege ist zu klein. Mein Gott, das ist ein Gehege für die. Was soll denn das? Wir befinden uns nicht. Okay. Machen wir das. Gucken wir mal, das passt. Die Temperatur, okay, Feuchtigkeit. So. Und da kann eh keiner reinschauen. Aber wie gesagt, das ist eine Karriere, da ist es nicht so schlimm, passt. Das Gehege ist viel zu klein. Nö. Machen wir mal auf Pause. So. Gut.
Das Gehege ist zu klein. Was ist das denn? Das ist ja auch nicht wirklich groß. Was steht da? Die Sauberkeit des Geheges steht. Keine Mitte, der Raum mit genügend Platz gefunden wird. Dann machen wir es ganz einfach. Wir sind nur die Karriere. Und das ist für Zoo. Okay. Machen wir da mal ein, wie ist das genau, eine Richtung. Mitarbeiterraum. Mitarbeiterraum. Machen wir da mal einen Mitarbeiterraum her da hinten. Mit einer schönen Aussicht. So. Ein Zoo verfügt über keine Sicherheitsdienst für Verbrechen. Gut. Das machen wir natürlich auch gleich. Eins, zwei, drei. Eine Werkstatt brauchen wir auch. Das setzen wir da daneben her. So. Gut. Sauberkeit. Das hätte dem Bernie nicht gefallen. Wir werden da, ich habe schon eine Idee. So, wo ist der Weg? Was ist das für Weg? Der komische da, ja. So, das. Ja. 8 Meter. Nein, 7 Meter breit. So, den werden wir jetzt einmal da raufsetzen. Mal schauen, dass wir da auf die gleiche Höhe kommen. Und von da gehen wir mit dem Weg. Welches ist das, der da? Jetzt gehen wir dann nach unten. Gut, so. Na, das sind wir mal weg, bitte.
So, das reicht jetzt mal. Gut, die Elefanten sind das schmutzig. Das heißt, wir werden da. Genau. Einrichtung. Strom. Wasser. Was ist das? Wassertemperatur brauchen wir nicht. So. Weg. Mitarbeiterweg. Ist ja klar. XM. So, das auch. So. Setzen wir da einen Weg her. Sehr gut. So. Dann setzen wir da jetzt noch vor den Weg. So. Gut. Wenn wir jetzt auf Play drücken. Passt. Der Hegezähler ist zu klein, das machen wir gleich. Machen wir daher. Gehege. Barriere. Schauen wir mal, was hinter dir für einen Zaun hat. Das ist alles so klein. Wo sind denn die Zebras zu Hause? Okay, dann haben die Tierpfleger offen, so. Da sind die Zebras. Gut so. Machen wir das ganz einfach so. Genau. Wir gehen darüber. Machen da mal die Barriere für die Zebras hier. Hoppala. Jetzt mit der Kamera ist ja manchmal Wahnsinn. So, Moment. Okay. Passt. Weiter geht's. Bam, 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 bam. Machen wir es so. Machen wir es so groß wie möglich, weil das ist. Okay. Das können wir eigentlich mit einbeziehen. So, jetzt machen wir eine Türe. Der Holztür reicht, oder? Na, und macht er. Falsche Seite. Oder? Na, passt. Dann machen wir jetzt aber einen Mitarbeiterweg, ja? So. Gut.
Jetzt machen wir von da. Bis da rüber. Noch mit dem Zaun. Dann machen wir Glas her. Ja. Da, Moment da kurz. Ja, bin wieder da. Ja. Gut. Schaut einmal nicht so schlecht aus. Jetzt brauchen wir jetzt hier was einrichten. Machen wir da ein kleines Wasser dazu. Machen wir so keine Lacke da drin. Ah, das gibt's da nicht. Okay. Schade. Gut, dann schauen wir mal Zebra. Das ist das Steppenzebra, oder? Spießbock, Springbock, Schwarzbock. Na. Steppenzebra. Da tun wir jetzt aber nicht so viel um und um. Machen wir es so. Das kann man zumachen. Da ist die Eingangstür. So. Machen wir das. Wo machen wir das hin? Hinten? Na. Machen wir es daher. So. Jetzt kommt ein bisschen ein Heu rein. So. Mit den Landschaften ist ja recht schön, aber das, was die dafür am Zoo gebaut haben, ist ja nicht wirklich schön. So. Was ist da hier? Wasser brauchen sie natürlich. Wie setzt man das hin? Wasserdruck brauchen wir jetzt keinen. Futterdruck. Jetzt mit daher. So. Das sollte mal reichen. Gut, dann holen wir uns die Zebras mal daher. Wie viel sind denn das? Wie viele Tiere sind denn da? Zwei und das Junge, okay. Das. Die Riffe Sand fertig machen. Gut. Und setzen wir es da rein.
Das sind die da. Eins, zwei, drei. Verlegen. Daher. Ja. So, das schaut schon besser aus. Mal schauen, wie sich das tun. Was ist das da für ein Tier? Ah, das ist der. Nein, na da. Gibt's hier was? Da passt da gar nichts bei denen. Schauen wir mal, das ist der Arznala. Du misst Steppenzeber weg. So, Nala. Setzen wir daher. Schaut schon besser aus. So, das ist der afrikanische Löffel Sauberkeit des Gehirns. Was ist mit dem Gehirn? Ja. Also gar nicht. Afrikanischer Elefant? Das ist schon sauber. Ach so, fast vergessen. So, machen wir dann weg. Ach so, noch ein Blütchen, den machen wir daher. So. Mit der Bette weg darüber. Ist jetzt nicht gerade schön, aber. Das ist kein Müll. Brauchen wir dann einen Zoopflinger? Einmal. Zweimal. Dreimal. So. Spieler auf Besuch. Wo kraxelt ein Thermodon? Achso. Da kommt jetzt doch ein Berg daher. Okay. Gut, 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 passt. So viel hier. Nehmen wir noch ein paar von den Zoopflegern. So, den schickt man. Darüber, das ist ein Mitarbeiterraum. Mitarbeiterraum. Ich habe keinen Strom. Okay. Passt. Also Einrichtung hat Strom, nicht hat keinen Strom. Und den da. Das ist leer. Yeah.
sehen. Das sollte jetzt ja nicht passen, oder? Gut. Er wirtschaftet jährlich 15.000 Euro. Hab keinen Aktivistenhammer. Okay. Riesenbockkäfer ist gestorben, na super, wo ist der? Das ist nicht so tragisch. Interessante Tiere ziehen mehr Leute an. So. Wir können da hinten noch ein Tier hier machen. Da sind die Zebras. Da können wir ein Gehege her machen. Machen wir da ein Gehege her. So. Länger. Und das wäre Blödsinn. So. So, passt. Du musst das erhöhen. Sehr wurscht, wie es ausschaut. Sind wir uns doch ehrlich. So, sind wir für die Karriere. Passt. Gut, so. Machen wir da. Machen wir da den Eingang. Geht das daher? Sehr gut. So, was für Tiere machen wir denn daher? So, was für Tier können wir da reingeben? Schauen wir mal. Tierhandel. Büffel, Tiger. Zebrahammer, Hühnerhammer. Was für Tiere haben wir denn da? Mal erforschen. Erforschen. Wenn das Besen da Finanzen. Tiere. Okay, Büffel haben wir keine. Nur die Büffel. Pinsam. Kauf einen Büffel. Hafenbüffel oder Bison?
Machen die Büffel einmal. Zweimal. Dreimal. Machen wir es auf Rucki-Zucki. Und so senden und schicken wir sie her. Gehege. So, da gehen wir auf Pause. Kaff und Büffel. Da. So, das Übliche. Einmal. Futterdog. Mit Schneeball. Setzen wir das einfach einmal weird ein. Setzen wir das mal nur so rein. Was haben sie eigentlich da? Wasser, da brauchen wir nicht. Unterschlupf. Ja. Nehmen wir den Stöppeln Unterschlupf. So. Das sollte reichen für die Büffel. Warum hängt das so? Bisschen runter. So. Schon besser ein bisschen Heu rein. So. Und das sollte reichen. Tun wir mal auf Blech. Wie ist das? Gut, dann teilen wir dich. Wo ist der? Das passt ja nicht. Das ist ihnen egal, Pflanzen passen auch. Sauberkeit. Sonst nichts. Dann nehmen wir einen Tierpfleger und setzen. Daher. Und sagen gleich, dass der arbeitsbereit hier und der Mitarbeiterraum mit der Software-Server. Wo habe ich denn den Smiren? Machen wir da auch einen Mitarbeiter, ist ja wurscht. So, Mitarbeiter, Tierpflegerhütte. Passt. So. Wir sind unser Freund, der Tierpfleger. Und was ist mit dir?
Da passt alles. Also. Was ist das? Mitarbeiter zur Pflege. Sehr gut. Danke. Es tut gut, nicht mehr ständig dem Lärm dieser Demonstranten ausgesetzt zu sein. Hätte mich ja weniger gestört, wenn sie Eintritt bezahlt hätten. Und trotz dieser Verluste höre ich von der Buchhaltung, dass du die Gewinnprognose erfüllt hast. Gute Nachricht. Du wirst diesen Monat bezahlt werden. Das ist auch wieder lustig. Keine Geldautomaten. Was machen wir das nächste Jahr noch? So, was ist mit denen da jetzt da? Zuspeichern einmal. Nicht, dass das abstürzt und dann fangen wir wieder von vorne an. So lustig ist das auch nicht mit den Karrieren. So, dich. Nehmen wir da, ja, das haben wir eh. So. 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 Sehr gut. Gut, schauen wir mal. Ba-ba-da-ba-bam. Einrichtung. Das brauchen wir daher. So, dann Lautsprecher daher. So, da gehen wir her, die Steppenzimmer. So, passt. Da drüben. Und die Büffel. Büffel. Und auch Kauf von Büffel. Sehr gut. Ich möchte nicht meckern, aber wir werden was zum Trinken, zum Essen brauchen. Schauen wir da was her, sonst kommen die gar nicht. Das ist die Koffer. Toilette stellen wir daneben hin gleich so. Eine Spendenbox. Hier. So. Was ist da jetzt wieder? Ich habe gesagt, was du hingehen sollst. Du hast mir schon wieder nicht zu. Kein Arbeitsbereich. Werden wir da gleich machen. Daher. Daher. So, beweg dich. Die Mitarbeiter müssen sich anstellen. Okay. Dann machen wir noch eine. Werkstatt. Na, was ist? Ich stelle jetzt einmal so da. Ist ja egal.
was ist da jetzt drin? Ach so, okay. So, jetzt. So. Und Platz. Kaputte Barriere. Okay. Das ist schlecht. Wieso machen die die Barriere kaputt? Mal sind die lieb. Foto. Okay. Da passt ja gar nichts in den Zug. Was, wie heißen die? Das sind die Warzenschweine. Warzenstein. So, ich mach so ganz schön viel Lärm. Da habt ihr ein bisschen Beschäftigung. Tja, das sollte reichen. Und so. Wasser hat sie. Wasser hat sie auch nicht. So. Machen wir da einen Bildschirm hier für die Warzenschweine. Und einen Lautsprecher dazu. Das sind die Elefanten. Das setzen wir so jetzt mal her. Also einfach nur schnell, schnell. So. Was haben wir da? Was ist da drin? Tüpfel hin, ne? Ja, dachte ich mir. Den Zoopfleger. Da stellen wir einen Mistkübel her. Wo waren sie denn da? Okay.
Tüpfel hin. Tüpfel hin. Ich hätte auf jeden Fall weiter. Und eine Tüpfelhähne ist ein bisschen wenig. So. Die Warte ist schon einmal gemacht. Passt. Was ist da? Sehr gut. Da, Techniker rufen. Ja, haut's ihn fest an. Das gefällt. Da. Gehen wir da jetzt die Galapagos. So. Turtles. Was ist da? Das reicht. Das sieht nicht mehr rein. Aber schmarrn. Machen wir es wenigstens aus Glas. Dass die Leute was sehen. Wie geht's euch eigentlich? Keine Klettermöglichkeiten, keine Pflanzen. Okay. Das wird doch mehr. So, was ist mit den Geldautomaten? Kein Strom. Dann bewegen wir dorthin, wo Strom ist. So. Toilettenblock hat keinen Strom. Was denn Fox? Cheese Beef. Gut, die haben keinen Strom. Dann machen wir das so auf schnell. Was daher? Und machen wir, wo ist die Einrichtung? Strom da hinten hin. So, und jetzt machen wir da einfach einen Weg. Fertig. Jetzt sollte es funktionieren. Ne? Kein Verkäufer. Kein Verkäufer. Geöffnet wird. Das heißt, wir brauchen zwei Verkäufer. Eins, zwei. Schwuppdiwupp rein mit euch. Sehr gut. Geöffnet. Gut, hoppala. So, bitte. Da, genau. Die Blöden, das nicht. So, jetzt brauchst du es zum Klettern. Das ist alles, was es hat. Das ist nicht viel. Sowas daher.
Na, das war schon mal. Das war schon mal wieder. Hopp die hopp. Können wir das bauen? Schauen wir mal, jetzt das. Was schnell herbauen. Und die Bäume. Schauen wir, wie heißen die? Wie heißen die? Mandrill. Durstig. Wir können nicht durstig, also den wieder. Bam, bada, bam, bam, bam. So. Mandrillen. Jetzt haben die Afrika und Tropen. Biom. Tropenkontinent. Afrikanisch. So, setzen wir ein bisschen was rein da. Ein bisschen groß, ne? Und etwas groß. So, jetzt tun wir da mal Pflanzen rein. Dass wir es zum Klettern haben. So. Zu wenig zum Klettern, okay. Machen wir noch mehr. Das ist kein Problem, nicht. Das geht. Na doch nicht. Kommt das nicht zum Klettern? Mhm. So. Auf den Klettern. Gut, Gehege. Gibt es was zum Klettern? Nein, da haben wir doch ein paar Seile. Nein. Seile, habe ich gesagt. Nein. Okay. Was ist da wieder? Techniker? Da brauchen wir einen Techniker. Forscher? Achso. Da machen wir weiter. Forschung. Sauberkeit im Gehege. Techniker. Haben wir nur einen Techniker, das ist nicht viel. So, da hinten. Das ist unser Ziel. Ein Grizzlybär auf und erhöhe den insgesamt der Wohlbefinden auf 80. Halte 4. Okay. Ein Grizzlybär. Warum nicht? Barriere.
Ich muss da schnell reingehen. Mhm. Gut. Machen wir den Weg weiter. Wieder 5 Meter. So. Und einen Eingang. Sehr gut. Aber den Weg machen ist wieder als Mitarbeiterweg, sonst haben wir dann nachher ein Problem. Perfekt. Zu speichern. Okay. So. Grizzlybär. Nehmen wir einen Grizzlybär auf. So, hier haben wir. Wo ist der Bär? Grizzlybär. Ein Männchen. Das ist ein Weibchen und da nehmen wir die zwei auf. So, Tierhandel, da war das. Anzusenden. Gefällige Kämpfe. Wie kann das sein? Wir haben nur zwei. Sozialverhalten. Das ist ein Weibchen und das ist auch ein Weibchen. Und dann tun wir das weg. Schauen, ob es einen männlichen Tüpfelchen gibt. Tüpfelchen männlich. Annehmen und anzusenden. So. Mitarbeiter müssen sich anstellen, um die Einrichtung zu nutzen. Wo ist das wieder? Ach Gott. Das kann ja nicht möglich sein. So, kopieren wir es ganz einfach. Passt, bitteschön. Und gehst halt da rein. Ja. So. Das ist. Das ist Chance, das kann es nicht sein. Wie viele Tiere sind da? 1 Sekunde, das sind 12 halten. Da wollte ich heute noch ein Gras kurz. So, Gelände. Ganz kurz. Wie wollen die das? Da sind wir zu Hause. Gelände. Ganz kurz. Und ja, auch viel zu kleines Gehege. Und ist das bei den Wildschweinen, ist das auch zu klein? 400 hat das. 300 brauchen es. Die Elefanten. Was ist, wenn man die runtersetzen darf? Wie viel sind da drin? Einer? Nehmen wir den. Und verlegen den. Daher. Der.
überlege mal. Jetzt noch einmal. Verlegen. Mit darauf. So, ist es. Gehege ist beschädigt. Technik ist mit dir für Opfer. Machen wir alles. So, okay. Was ist da? Bei Eier steht es. Da passt. Also, das ist die Arzttropfen. Das habe ich selbst verloren. Bußgeld, Aktivist entdeckt. Da geht der Technik über. Was ist da? Ach Gott, das ist gescheit, ich mach das selber alles. Das und das. So. Die warten schon. Machen wir das so hin? Das ist auch hin. Machen wir es gleich so. So, und das darüber. So, jetzt ist das auch gut. Gut, es dürfte nichts mehr sein. Ja, passt. Was ist da?
Streitet sie oder seid ihr lustig? Zweite ist jetzt weg. Okay, stopp. Was Aufbereitung hat versagt, Technik offen. So, wo waren die jetzt da? Was ist das? Was ist das? Erdferkel. Ba, ba, da, ba, da, da, da. Da ist leichter, einen zu selber machen, und da weiß man, was man hat. Das passt, haben wir gesagt. Da müssen wir her, genau. Das brauchen wir da nicht drinnen. Das nicht. Nein. So. Jetzt schauen wir mal, was brauchen die. Tüpfelhähne. Sollte unter T stehen. Na bitte. Da geben wir mal einen Ball, einen Schneeball. Esterblitz, Kraus, Nummer 2, dann starten sie wieder. Und der Schutz haben sie. Da. Wasser. Sehr gut. Und Gelände. Plötzchen, Natur. Was haben die? Das passt. Pflanzen. Und weg. Afrika, Grauslandschaft. Afrikanisch und Biom, Grauslandschaft. Selber machen wir da Bäumchen hin, zwei. Auf lustig, schnell, schnell. So, das ist mehr als genug. Jetzt können wir da weitermachen. Jetzt auf zum Streiten. Alpha Weibchen, Männchen. Gut, warum ein Tierarzt? War ja klar. So. Und den Tierpfleger rufen wir auch gleich, dass das fertig ist. Der macht wohl das. Sehr gut. Was ist da jetzt der Wasserfall? Warzenstern. Und schon mal gucken wir jetzt da. So. Tierpflege. Wieso machst du das da immer hin, du Elefant, du Schöner? Was passt dir da nicht? Okay. Gut, haben wir gleich. Gras kurz, ist zu wenig.
Machen wir es ein bisschen größer. So. Erde. Erde. Das ist jetzt optimal. Pflanzen ist auch gut. Futterbeschäftigung. Gehege. Art. Elefant. Was ist das für eine? Afrikanische. Ja, passt. So, da gehen wir rein. Einmal. Zweimal. Ball. Dass er was zu tun hat. Unser lieber Freund. Ein bisschen was zu tun. Das kannst auch haben. Wasser. Futtertrog. Das sollte jetzt aber reichen, oder? Und Tierpfleger rufen wir auch gleich. Ein Elefant ist es noch. Dann holen wir noch einen zweiten afrikanischen Elefanten. Was haben wir denn? Was haben wir da? Ein Weibchen. Geht nicht. Geht nicht. So. Was ist denn da drüben mit dem Grizzly? So. Verletzt, na, war ja klar. Graslang. Damit zu viel. So, was braucht er noch? Erde. Zwei Schöpfe. Pflanzen. Spielzeug. Das ist Grizzlybär, haben wir gesagt. Der feine Grizzly. Papara. Setzen wir rein. Eins, zwei, dann zum Klettern. Könnte ihm sowas gefallen? Mal schauen. Bada. Na, ist wurscht. So. Futter. Und. Sollte mal reichen für ihn. Fürs Erste. Schauen wir mal. Bitte. Das passt. Das passt. Das passt. Pflanzen. So. Natur. Und ein bisschen auf dem Chat auch schon. Einen Zuschauer. 32 Aufrufe. Okay. Tundra gemäßigt Tiger. Nordamerika. Tund
Tundra, gemäßigt am Tiger. Und in Nordamerika ist es. So, jetzt setzen wir ein paar Pflanzen ran. Dass er sich wohlfühlt. Das geht dahin. So, das passt auch. Machen wir noch sowas dahin. Das sieht echt lustig aus. Gelände passt, das passt, 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 passt. So, schauen wir mal. Sehr gut. Er ist verletzt, da haben wir die jetzt her. Und den Techniker. Hoppala. So. Der gesagt, Techniker. Gut, das passt. Das ist der Tanzschlag. Kein Strom. Ja, ich sehe keinen Strom. Tanzverwalter. Erdferkel. Da kann der Techniker und die Erdferkel. Gut. Da brauchen wir Mistkübel. Was ist da passiert? Okay. Gut. Dann müssen wir es so machen, Barriere bearbeiten. So, einmal neu. Gut. Passt. Was ist mit der Barriere? Passt, die Barriere passt auch. Gut. Die Barriere passt jetzt auch. Und der
Riesling, wo ist der ausgekommen? Machen wir so, gesamte Barriere. Ja, passt. Und bam bam bam. So. Gut. Das passt. Das passt. Passt. Gut. So. Hier als Techniker. Was ist mit dem Bären da jetzt da? Wo ist der Tierarzt? Machen wir es ganz einfach so. Du sollst daher gehen. Wieso will ich den nicht gleich mitnehmen? Wo ist der Tierarzt? Das gibt's ja nicht. Jetzt haben wir so viele. Das ist mir jetzt mal wurscht. So, jetzt hau ich raus. Tierpfleger. 1, 2, 3, 5. Ja. Da. Dann gleich mal die Pfleger kommen. So, wie schaut es aus mit den Zoopfleger? Kein Arbeitsbereich. Einigungsbereich, kein Arbeitsbereich. Das ist ein da, hier. So. Gut, so. Dann fahren wir auch einen Techniker, Erdverkleber, Sauberkeit. So, Giraffe hat schon lange bei dir jetzt nicht mehr geschaut. Dann lassen wir gleich mal von dir aus herkommen.
Connor. Wo ist der Schüler? Wie kannst du da rüberkommen? Das geht ja gar nicht. So, was ist da? Erdferkel. Tierarzt, wo bist du? So, jetzt haben wir es bald im Griff. Muss viel Müll. Viel. Du müsst halt den Mist auch wegschmeißen und nicht einfach nur hinhauen. So, was einrichten, glaube ich. Ja? Ja, vielleicht setzt den besser. Was hat sie wieder da für Probleme? Wir sind zum Zustand. Okay. Wo sind die überhaupt? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wohlbefinden. Was haben sie? Was haben sie? Das passt. Achso. Okay. Wollen die Barriere bearbeiten? Ja. Oh, ist zu klein. Gut. Zu klein? Sollte kein Problem sein. Da ist noch Platz. Machen wir da schnell eine Gehege her. Dann sollte das passen. So. Einen normalen Weg, oder?
So. In eine Richtung. Machen. Und was zum Essen und eventuell noch zum Trinken. So. Dann den Weg noch runter. So. So da. Ein Bild brauchen wir dann noch runter. Jetzt mal da runter. Da setzen wir jetzt her. Einmal. Im Strom. So, das geht wieder nicht. So, kommen wir dann weg hin. Bam, bam, bam. So. Gut, zwei Verkäufer können ran. So haben wir
dann weggehen. So, weggehen. So. Dann mal speichern. So, gehen wir darüber. So. Sand fertig machen. Sand fertig machen. Das. So. Jetzt haben wir es gleich. Tüpfel hin. So. Einmal. Karriere bearbeiten, das können wir weggehen da. So. Gut. Was? Für die Saison klickt es. Achso, ja. Machen wir einen Eingang. Dann wird die weg.
Tierarzt. Entlassen. So, Tierarzt. Das wird dann auch. So. Jetzt mit dir was. Da brauchen wir alles. Passt. Passt auch. Was war das jetzt so? So, das kann man weggehen. So, das alles in Kopie. Jetzt haben wir es gleich. So. Dann machen wir es ganz einfach so. Tierarzt. Batsch. Da kommt der Tierpfleger her. Der Tierpfleger macht jetzt. Bleibt da. Da. Da, 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 da. So. Das macht der jetzt so. Ja, mit dem. Jetzt kann er nichts machen. Ja. Zupfleger. Einmal. Einmal. Okay.
Hoppala. Schatzpeichers. Sehr gut. Alle sind grün im Bereich. So, was machen wir jetzt noch? So, machen wir das jetzt. Und dann haben wir fertig.
So, ich schätze jetzt. Das passt. Mit dem letzten. Die Mistkübel noch vergessen. Die habe ich fast vergessen gestern.
So. Gut, so. Ich habe mir gedacht, für Bavarientiere gelten auch, aber anscheinend nicht. Na gut, dann lassen wir das jetzt da. So. Dann speichern wir das. Und jetzt beenden wir das. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns bis dann, bis zum nächsten Mal.